Die Stärke unserer Schnapsbrennerei ist, glaube ich, das gelebte Understatement. Wir versuchen nicht mehr zu versprechen, wie wir halten können. Das resultiert aus der Demut vor der Natur. Es war 1886, als mein Großvater mit einer kleinen Bauernbrennerei die Grundlage für die heutige Destillerie gelegt hat. Mittlerweile sind 4 Generationen vergangen, jede mit ihrer eigenen Geschichte. Heute bin ich es, der gemeinsam mit meiner Frau Christa und den beiden Söhnen den Betrieb leiten darf. Die Begeisterung für den Beruf entstand sicher durch die Freude am Genuss. Hochwertiger Obstbrand resultiert aus hochwertigen Früchten. Hierzu sind wir in einer glücklichen Lage. Die Natur liefert uns eigentlich alles von selbst. In einem Umfeld von bäuerlichen Betrieben, die diese Wertigkeit seit Generationen pflegen. Einzigartig an unserer Region ist sicher die Vielfalt der Früchte, die uns erlaubt, Obstbrände herzustellen, die in ihrer Komplexität sehr selten zu finden sind. Über Generationen konnte Wissen und Können angeeignet werden und heute steht den Mitarbeitern Technik zur Verfügung, die die Einmaligkeit der Prinzprodukte sicherstellen können. Der Hofladen ist unser Platz, an dem wir die Gelegenheit haben, die Wertigkeit unserer Produkte zu präsentieren. Für unsere Kunden, für die die Wertigkeit der Produkte und die Atmosphäre zum gelebten Genusserlebnis wird. Er wird von meiner Frau Christa betreut, mit viel Liebe und Herzblut. Ich sage oft, sie macht erst meine Ware charmant. Damit etwas gut wird, muss man es mögen. Wir lieben unsere Obstbrände. Die ganze Familie gemeinsam mit den Mitarbeitern bemüht sich tagtäglich in ihrem Bestreben nach Perfektion, die Talente der Natur in Form von Früchten zu heben und als großes Ganzes in die Flaschen zu bringen.